Die Feuerserie hält an. In Stormarn haben in der Nacht erneut 300 Strohballen gebrannt. Den Landwirt aus Hamor trifft es nun bereits schon zum dritten Mal. Blutrot färbte sich der Nachthimmel über den Feldern von Hamor. Dichter Rauch zog über die Brandstelle hinweg. Feuerwehrleute schützten die Bäume und Büsche im Knick. Ein Bagger riss die brennenden Strohballen auseinander. Ein Brandstifter in Stormarn hat in der Nacht wieder zahlreichen Feuerwehrleuten einen stundenlangen Einsatz beschert. Seit Monaten brennen immer wieder große Strohballen auf den Feldern in Stormarn ab. Dieses Mal waren es rund 300 an der Zahl. Der Schaden wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Die unheimliche Brandserie in Stormarn begann im Oktober des vergangenen Jahres. Die bisher unbekannten Täter haben in unregelmäßigen Abständen bisher 7 Strohlager in Brand gesetzt.